Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ihr dieses Video sehen mögt. Mein Video zum Haul aus Zypern, aus dem Urlaub, lädt gerade hoch und ich habe mich entschlossen, zu einer Palette nochmal ein Video abzudrehen, das mir, oder nicht das Video, sondern die Palette hat mir gute Dienste geleistet im Urlaub und ich war so begeistert davon, dass ich euch hiervon nochmal berichten möchte. Welche Palette ist das? Und zwar ist es, ich hoffe, ich spreche es nicht falsch aus, ich hatte nicht Französisch in der Schule, es ist Bordeaux Eyes und diese Palette hat mir sehr gut gefallen, weil sie klein ist, also sie ist wirklich handlich und ich habe in der Palette wirklich alle Farben vorfinden können, die ich so haben wollte, wenn ich jetzt etwas Neutraleres schminken wollte oder mehr so Richtung Nude Look oder auch mal ein bisschen was für den Abend schminken wollte. Alle Farben, die ich begehrte, waren quasi darin enthalten, auch und jetzt für meine Augenfarbe für mich sehr gut gefallen. Und das sind die Farben. Mir gefällt sehr gut, dass ich an der Seite die hellen Farben, die man auch eher großflächig einsetzt, relativ groß sind und die dunkleren Farben bzw. die so ein bisschen mehr für Akzente gedacht sind, hier klein in der Seite. Das einzige hier oben ist eine matte Farbe. Die habe ich dann immer als Highlighter unter der Augenbraue benutzt und die ist auch relativ klein ausgefallen. Gut gefällt mir auch, dass es drei matte Farben gibt in der Palette. Einmal hier oben, das ist die Farbe in the Buff. Ich würde gerade sagen in the Buff. Dann hier die Highlighter-Farbe. Wie ihr sehen könnt, die ist auch matt. Deswegen habe ich sie auch sehr gerne unter der Augenbraue eingesetzt. Fuzzy Handcuffs und das dritte ist Garter Belt. Das ist dieser graue Farbton hier. Und diese Palette wäre noch kompletter oder noch toller, als sie jetzt schon wäre, wenn dann nicht der Spiegel fehlen würde. Also hier oben ist so ein Booklet eingelassen in den Deckel. Und dann kann ich das Booklet kann ich rausnehmen, wenn ich rankomme. Hier ist so eine kleine Einkerbung, da komme ich mit dem Finger ein bisschen besser rein. Und dann da verbirgt sich lediglich noch ein Look, ein Auge, ein geschminktes Auge. Und ja, also ich hätte einen Spiegel noch cooler gefunden. Also vielleicht dahinter noch einen Spiegel, das wäre richtig genial. Das Booklet gibt mir die Anleitung für drei Looks. Einmal für den Tag, einmal so eine Art klassischen Look und einmal für den Abend. Beziehungsweise, das wird ja Fashion Tendence. Ja, also so sieht es aus. Auf diese drei Looks läuft es hinaus. Für den Tag, der klassische Look und nochmal der Fashion Look. Und auf der Rückseite dazu findet ihr dann jeweils diese Anleitung, nochmal in umgekehrter Reihenfolge. Und die Idee ist ganz gut. Ich habe mir allerdings diese Anleitung nicht weiter angeschaut, sondern einfach nach Lust und Laune mich geschminkt. Schön fand ich auch, das Booklet schließt hier mit einem kleinen Herzchen. Und der Spruch, der hier drin zu sehen ist, be fiercely feminine in the bedroom and beyond, mit zwei Küsschen dazu. Fand ich auch ganz süß. Hat mir ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, der Spiegel fehlt mir. Übrigens, ich bin total verliebt in meine Fingernägel. Ich habe mir schon mal den Nagellack vorgestellt in einem anderen Haul-Video. Ich habe ihn mir vor zwei Tagen aufgetragen. Und ich liebe, liebe, liebe ihn. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Ein bisschen fokussieren lassen. Ah, es kommt nicht so schön rüber. In der Kamera leider. Ich versuche mal so ein bisschen Schatten zu kreieren. Ah, ich glaube, jetzt kann man es besser sehen. Ist echt genialer Nagellack. Von Sephora übrigens. Ich werde nochmal das Video verlinken in der Seite. Ja, ich bin ganz begeistert. So, also ich swatch euch einmal kurz hier die Farben nacheinander und dann könnt ihr euch nochmal ein Bild davon machen. Das erste ist also In the Buff, nicht In the Bluff. Ich kann das schon kaum lesen, weil es schon so gut benutzt war alles. Ist also eine, ja, eigentlich weiße Farbe. Und, ich habe mich heute angemalt, sehe ich gerade. Das ist die weiße Farbe am Finger. Ich halte mal kurz die Palette dahinter, vielleicht fokussiert das besser. Und ich swatche das mal. Ich habe mich vorhin am Ofen verbrannt. Also nicht erschrecken, wenn ihr einen roten Fleck seht auf meinem Daumengelenk. Das war der Versuch, mir einen Ofenkäse zu backen. Also das, was jetzt nicht so rot aussieht in der Kamera, ist wirklich ein roter Fleck. So, also das ist In the Buff.
sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Dann haben wir als zweites Satin Sheets auf dem Finger. Ich halte mal das Ding dahinter, kann man es besser sehen. Also, ich will euch nicht den Mittelfinger geben, das ist Satin Sheets. Und das ist Satin Sheets daneben. Also hier, das, was mehr in der Mitte ist, ist Satin Sheets. So ein glänzender champagnerfarbener Ton. Darunter Birthday Suit. Das ist also eine relativ neutrale seidenmatte Farbe, also das hier unten. Trage ich mal am Mittelfinger auf. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Birthday Suit ist diese Farbe hier. Ach, man sieht das kaum. Na. Da. Birthday Suit in der Mitte. Und dann kommt Fuzzy Handcuffs, also der matte Ton hier oben in der Palette. Auf den Finger. Ah. So, Fuzzy Handcuffs. Ja, man sieht den auf der Haut eigentlich gar nicht. Ich werde es jetzt nicht in die Kamera halten, weil man wirklich nichts sieht. Dann als nächstes, also weil es meinen Farbton so gut trifft, als nächstes kommt darunter Sugar Walls. Ich mache den nochmal hier. Oh ja, das ist auch ein schöner Farbton. Ein bisschen bröselig, aber von der Farbe her sehr schön. Das ist der hier. Da, dieser. So, dann nochmal darunter eine zweite Reihe aufgemacht. Sugar Walls. Hier. Also diese Farbe. Dann darunter Lap Dance. Die haben alle auch immer sehr schöne Namen. Ja, vielleicht werde ich gerne mal kurz mir die Finger abwischen. Dann kann ich nämlich auch die gleiche Hand benutzen und das an derselben Hand die ganzen Swatches zeigen. Also Lap Dance, das ist so ein taupefarbener Ton. Ein bisschen dunkler noch. Lap Dance. Und auf dem Handrücken. Lap Dance. Dieses. Ist übrigens ein blauer Fleck, nicht wundern. Lap Dance. Da habe ich nämlich versucht, nicht versucht, sondern ich habe es erfolgreich getan. Oh ja, das ist Voulez-vous. Ich habe erfolgreich mein Fahrrad aufgepumpt. Und ich komme dabei beim Aufpumpen immer gegen eine Strebe von dem Reifen. Also nicht der Reifen, sondern der Rahmen zum Reifen. So, also wir hatten gesagt Voulez-vous. Der eindeutig sichtbare Ton ist Voulez-vous. Dann haben wir noch zwei Töne. Einmal Garter Belt, das ist dieser neutrale graue Farbton, ein matter Farbton auf dem Finger und auf meinem Handrücken. Den mache ich jetzt nochmal da drunter. Schön matt zu sehen hier. Garter Belt. Und ganz unten French Tickler. Und ein paar Glitzerpartikeln. Gefällt mir sehr gut. French Tickler. Und das ist auch der dramatischste Ton von allen. Ja, man sieht auch schön meine Hautfalten. Ich zeige es euch trotzdem in die Kamera. Das ist French Tickler, dieser dunkle Farbton. Genau, also das sind diese Farben. Haben mir sehr gut gefallen. Ich habe eigentlich auch fast alle eingesetzt. Manche mehr, manche weniger natürlich, weil ja French Tickler zum Beispiel auch relativ intensiv ist als Farbton. Für den Urlaub echt top. Ich habe dann einfach noch meinen Lidschattenpinsel dabei gehabt und dann also das Ganze aufgetragen. Alles in allem eine gute Palette. Und nochmal als Hilfe, wir sehen hier, die einzelnen Reihen bedeuten auch die Looks, also die ich euch aus dem Booklet vorgestellt habe. Ich werde das gleich nochmal alles euch fotografisch einblenden, dass ihr nochmal in Ruhe euch die Farben anschauen könnt. Jetzt durch die Kamera sind die Farben haben leider auch ein bisschen verloren an Schönheit durch die Beleuchtung hier. Also, ich hoffe, ihr fandet es informativ und interessant und hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!